Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Looking for Aliens, wo wir noch ein paar Aliens suchen müssen, und zwar hier so ein Spachtler. Unter anderem. Dahinter versteckt sich nix. Auch nicht. Wir wollten uns demnächst an die Tipps machen. Wenn wir weiterhin wirklich hier nichts finden, was irgendwie hilfreich für uns ist. Das sieht immer aus wie diese Mülltonnen-Dinger zum Hochklappen. Wir haben noch ein paar Leute, die wir finden sollen. Aber es ist tricky. Auch nicht das Auto, was wir finden müssen. Was soll ich euch sagen? Es ist tricky. Wir finden einfach nicht den richtigen Bauarbeiter. Ich frage mich, ob manche Fenster einfach wieder zugehen. Denn ich hätte schwören können, dass ich manche von denen schon geöffnet hatte. Aber gut. Ich würde sagen, lass uns mal vielleicht den ersten Tipp vom Auto. Dieses Auto fährt wie ein echtes, aber Sean ist trotzdem misstrauisch. Okay. Ah. Okay. Ja. Passt wie ein echtes. Okay, ich habe vermutet, dass es ein stehendes ist. Der Hammer. Kabum-Hammer. Ach, Kabum wahrscheinlich. Schaden 20 bis 40, 5 Beweglichkeit, 8 Ausdauer. Warum sollte jemand eine so mächtige Waffe wegwerfen? Wegwerfen. Heißt es Mülltonne? Welche Mülltonne habe ich denn noch nicht geöffnet? Haben wir irgendwo andere Tonnen als die? Die ich kenne? Nö, ne? Ja, hier, warte mal, wollte gerade sagen, wir durchsuchen mal, das war jetzt Zufall, dass ich zufällig die erste richtige Tonne erwischt habe. Ich wollte sagen, lass uns den Müll mal ausräumen. Vielleicht liegt so ein drunter wie bei dem einen war doch der Typ unterm Müll. Okay, gucken wir weiter an. Dann fehlt uns der Baumeister hier. Baumeister Alex nimmt den Mauerbau zu ernst. Okay, hier waren doch... Es sind nicht wirklich Mauern. Ah, da war er. Okay, sehr gut. Und wenn er mal hier... Ich bin der schnellste Läufer auf der Straße. Okay. Also ist der Doc in Blau doch jemand, der mitläuft. Ich hätte gedacht, wir müssen keinen Läufer finden. Die schnellste Maus von Mexiko. Spidibi. Spidibo. Okay, ich nehme an, er würde ja auch die anderen vermutlich überholen. Aber schwierig. Okay. Wir laufen wenigstens, so wie es aussieht zumindest, immer nur die geraden Strecken. Also die nach unten zu, meine ich. Die so diagonal slash-mäßig sind. Hmm.
Ich denke, da müssen wir uns bestimmt irgendwo auf die Lauer legen. Und warten. Weil ich den wahrscheinlich jetzt genau jedes Mal verpasst habe, oder? Ich denke schon. Je nachdem, wie schnell er ist, obwohl er ja nicht wirklich hier sich einen abwetzen wird, denke ich mal, er wird einfach nur minimal schneller laufen als die anderen, oder? Gucken wir nochmal, was wir noch offen haben. Ach, ihn hier. Cyberspace muss nochmal neu fertiggestellt werden. Okay. Während wir den Kollegen suchen, läuft uns vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes der Doc über den Weg und dann hätten wir alle zusammen. Deswegen lasst uns vielleicht mal wieder im Grid gucken. Es sind auch beides blaue. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch beide hier drin. Wir fangen mal hier an. So. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Wir müssen mal von unten anfangen. Gut. Hier ist kein Doc. Hier ist keiner, der Speedy-mäßig vorbeiläuft. Hier ist was auf der Couch. Mütze. Alles gut. Hier ist er. Das ist doch schon ziemlich schnell. Aber dann fehlt uns wirklich nur noch das Spachtel-Alien. So, machen wir mal so. Hinter irgendwelchen Bäumen oder so. So, hier überall ist er nicht. Ich hoffe, er läuft nicht mit. Weil die habe ich komplett missachtet jetzt halt, ne? Hier ist er auf jeden Fall nicht dabei. So, und schieben wir mal hier rüber. Nicht im Haus, nicht dort in einem Garten. Hier auch nirgendwo. An den Büschen habe ich erst gerüttelt. Den haben wir schon geklickert. So, hier gucken. Die Herren haben wir erst schon. Im Gebäude könnte natürlich auch sein. Da habe ich auch überhaupt nicht drauf geachtet, was hinter den Scheiben ist. Lass uns das mal zum Schluss aufheben, falls wir ihn nicht auf der Strecke finden. War das? Nee. Die haben ja gar keinen Hut auf. Und die haben einen blauen Kopf. Also eigentlich schon ziemlich gut zu unterscheiden. Okay. Wäre auch cool, wenn es für die Kollegen Tipps gegeben hätte. Hier unten, oder? Ach nee, schade. Den hat mir schon angeklickert. Ich habe nicht gesehen auf den ersten Blick, dass er schon Flügel hat. Okay, Türen und so sind offen. Ich habe das hier gefühlt noch gar nicht gesehen. Aber ich bin hier vorbeigegangen, weil ich habe diese Kreuzung gesehen, aber ich habe das gar nicht beachtet. Wow, ey, wie wenig man manchmal auf die Sachen guckt. Wahnsinn. Okay, gehen wir hier unten weiter. Hier haben wir den wir schon angeklickert haben, den Kollegen. Ja. Hier kommt das schräge Auto wieder vorbei. Nee. Hier ist der Traum auch schon vorbei. Machen wir mal hier drüben weiter. Hier ist einer mit Schnurrbart. Hier ist ein Nackedei. Tonne ist offen. Hier in den Workshop kommen wir nicht rein. Hier kann ich zwar verschieben, aber da ist jemand dahinter. Kofferraum und so geht nicht auf. Da ist auch nichts drin. Nichts mit dem Sandkasten und so. Ne. Okay, noch ein Stück höher.
musste ich mir mal kurz mein Äuglein reiben. Reicht dann, glaube ich, auch langsam, wenn wir den Heinz hier gefunden haben. Na gut, wir haben noch 10 Minuten bis zum Folgenende. Dann werden wir vielleicht noch ein bisschen was anfangen. Aber dann mache ich für heute auch langsam Aufnahmepause. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich aufgenommen habe. Okay, hier ist niemand. Den hatten wir ja schon. Hier geht auch nicht irgendwie Kofferraum oder so auf, ne? Hier ist niemand dahinter. Ja. Okay. Okay, hier ist der Traum vorbei. Ein bisschen schieben. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo dahinter... Aber kann man gar nicht schieben, sehe ich gerade. Ich glaube nicht, dass hier dahinter irgendwo einer ist. Fehlt uns noch. Den werden wir doch finden. Im Schrank versteckt. Im Haus. Das wäre richtig fies. Okay. Ich habe hier alles offen. Das haben wir geguckt. Hier ist niemand. Hier ist auch keiner. Gut. Gehen wir hier runter. Den hier in dem Hütchen hatten wir. Den Knopf haben wir gedrückt. Tür, kommt doch keiner raus. In dem Schrank ist niemand, denke ich. Hier ist ein Nackter. Aber da machen wir... den lassen wir einfach mal so. Hier ist nix. Ist auch nix. Ist das, wo ich gerade war? Hier ist noch... Oh. Das war jetzt gerade ein ganz großer Hoffnungsschimmer für mich. Okay. Gucken wir nochmal hier. Ja, das ganze Ding hier finde ich sowieso verdächtig. Das sieht so groß aus. Und irgendwie ist kaum was hier. Aber na gut, ich habe 3 Figuren habe ich hier gefunden. Also kaum was ist auch untertrieben. Komm, gib mir noch den einen Typen jetzt hier. Hier ist er auch nicht auf dem Dachboden. Nicht im Garten hier hinten drin, ist nicht versteckt. Nee. Mal auch nicht in dem Schrank hier. Nein. Unter dem Teppich ist er auch nicht. Auch nicht in dem Müll. Ah, Teppich weg. Gut. Da ist auch niemand. Ist er hier im Kühlschrank? Auch nicht. Ist das irgendwas, was man hier noch machen kann? Klingt so mechanisch. Das würde noch ein Klick fehlen, quasi. Hier, den haben wir schon. Hier genauso. Hier irgendwie beim Kran? Nee. Kann ich hier was wegmachen? Nee. Oh, hier ging was. Ja, aber ja, nicht wirklich was, was mir weiterhilft. Gut. Und hier drüben, oh nein, das ist das letzte Stückchen, was ich hier an Hoffnung habe. Und hier wird nichts sein. Hier war der Typ, ja. Hier noch, dem Schrank noch, unter dem Teppich, hier oben. Thank you.
Kacke. Ich habe ihn irgendwo übersehen. Ich meine, ihr habt es mitgekriegt. Ihr habt ihn vielleicht gesehen als... Ah, hier sind ja noch die... Ach nee, geht das nicht auf. Das ist der, wo ich immer wieder hingehe und versuche, das Ding aufzumachen. Ja, Kacke. Wo ist der? Kann ich denn hier noch irgendwo was schieben oder machen? Wo der Typ ist? Kann ich hier irgendwo? Ach, Kacke. Nicht, dass der irgendwo in einem Auto sitzt oder so? Ah. Das hoffe ich doch mal nicht. Dass das Auto rückwärts fährt, ist aber auch nicht ganz normal. Oder die beiden ineinander. Ah, oh, shit. Ich dachte, das ist er. Wo bist du? Letztes Alien-Ding. Ja, wenn hier ein anderes ist, wird nicht direkt in der Umgebung ein weiterer sein. So eine Kacke. Warum hat es drei Huckel? Ja, lass mal eure Würstchen brennen. Ein Stück Pizza gegessen, lecker. Okay. Irgendeine Funktion, die ich übersehen habe oder sowas. Hier ist noch ein Schrank, aber da, ja. Aber es wäre so fies, wenn da irgendwo einer drin wäre. In den Schränken. Da habe ich schon. Ach Leute, daran merkt man, dass ich langsam halt dann aufhören sollte. Genau wie bei dem Zettelwedler in dem vorherigen Level, wo ich halt den gesehen habe. Ich muss ja mit euch 5-mal an diesem Zettelwedler vorbeigegangen sein. Und als ich dann bei dem Video gesehen habe, dass er dort war, weil den Arm, den habe ich ja noch alleine gefunden, ne, habe ich euch ja gesagt. Aber den Zettelwedler habe ich ja mit Hilfe gefunden. Und da dachte ich mir, das ist doch unmöglich, dass ich immer wieder an dieser Stelle vorbeigegangen bin. Das muss doch verdammt nochmal erst erschienen sein, als ich gerade eben da gewesen bin. Genauso dieser Heinz hier, wo auch immer der ist. Der ist bestimmt gerade noch nicht da. Vor allem, der hat einen blauen Kopf mit einer Sonnenbrille. Der müsste auffällig sein. Das heißt, ich denke zumindest, dass er gerade irgendwo noch irgendwo hinter ist. Wisst ihr? Sodass ich den nicht sehe mit seinem blauen Kopf. Weil der wäre ja auffällig. Denke ich zumindest. Aber der eine steckt ja auch vollkommen unter Müll. Da ist er! Wir haben ihn selbstständig gefunden! Habt ihr es gesehen? Wir brauchten keine Hilfe. Wir haben alles alleine geschafft. Warte mal, wir gucken nochmal schnell, ob wir wirklich alles alleine geschafft haben. Ja, hervorragend. Oh. Hier ist Gray Brills und heute präsentiere ich dir die Premiere meiner neuen Show Fly Away. Nee, Alive, so rum. Ich habe 4 Freiwillige ausgewählt, die zum gefährlichsten Ort der Galaxie reisen werden, zur Erde. Wenn sie es schaffen, 7 Tage auf dem Planeten zu überleben. Macht der gerade 7 vs. Wild auf der Erde? Also, das erste, also 7 vs. Wild war auch auf der Erde, aber ich meine die Alien-Form auf der, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin irritiert, weil sein Bart immer runterfällt. Gewinnen Sie ein Ticket für das luxuriöste Nibiru-Resort der Galaxie. Achso, ja, es fällt immer wieder runter. Wenn Sie versagen, werden Sie aus der Show geworfen. Geil. Mal sehen, ob Sie es schaffen, hier lebend rauszufliegen. In dieser Folge ist Ihre Aufgabe einfach. Unsere Freiwilligen müssen sich wie eine normale menschliche Familie verhalten. Wer weiß, was auf Sie zukommt.
Oh, das ist ein cooles Level. Wollen wir, ah, wir sind aber schon bei 20 Minuten. Das ist eigentlich ein guter Einstieg, um beim nächsten Mal so ein bisschen reinzukommen. Deshalb, liebe Leute, lasst uns mal ins Menü gehen. Ich hoffe, der speichert das alles. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und lasst uns mal unseren Erfolg, der zweimal, dem zweimal auf die Sprünge geholfen wurde, mit zwei kleinen Tipps betrachten. Denn hier haben wir alles geschafft bis jetzt. Wundervoll, wundervoll. Level 16 sind wir also momentan. Interessant. Von 25, ich würde sagen, wir haben das alles, heute ist übrigens Sonntag, in einer Session durchgezogen. Ich denke, es wird halt immer anspruchsvoller und größer werden, beziehungsweise ich sehe schon hier 13, 16 Objekte und so weiter. Das wird auch ein bisschen länger dauern. Vielleicht kriegen wir das irgendwie am nächsten Wochenende oder wann auch immer wieder Platz ist, um ein bisschen was aufzunehmen durch. Aber für heute bin ich durch mit dem Gucken und würde gerne eine Pause machen, beziehungsweise ist ja auch schon 18 Uhr. Langsam natürlich wieder dafür bereit machen, dass morgen die Arbeit wieder losgeht. Oh Gott. Und eine Woche lang, ja, das Ganze erstmal durchgezogen werden muss, bevor es wieder vielleicht an ein bisschen Lebensfreude geht. Okay. Liebe Leute, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt noch Bock, ein bisschen weiter zu gucken. Für euch geht's ja stinknormal übermorgen weiter. Mein Gelaber ist jetzt eigentlich ja mega sinnlos, weil für mich ist es ja einfach nur viel Zeit, die dazwischen vergehen wird, für euch nicht. Ja, und ich würde sagen, wenn wir das durch haben, ich habe noch vier weitere Indie-Spiele aus meiner Liste rausgesucht, die voll süß aussehen. Und weil ich nebenbei auf den anderen Slots nämlich gerade relativ lange Projekte habe, habe ich gedacht, ist das vielleicht ganz geil, diesen Slot dafür zu nutzen, so ein paar Minispielsachen zu machen, die so schnell kurzlebig sind oder kurzweilig sind, wie auch immer. Und die wir durchmachen können, ohne dass man, nehmen wir mal an, einem gefallen die zwei langen Titel gerade nicht, die nebenbei auf den Slots auf dem Channel sind, so rum. Dann hat man hier vielleicht ein bisschen Spaß an, ein bisschen Minispielen. Und vielleicht gefällt euch ja irgendwas davon und ihr wollt die Entwickler unterstützen. Dann findet ihr in der Infobox immer den Link zur Homepage der Entwickler oder zur Steam-Page, wenn die keine eigene Homepage haben oder sonst was. Oder ihr könnt die Spiele auch einfach alle mal auf Steam kaufen, die ich euch hier zeige, zumindest bis jetzt, wenn ich nichts anderes sage. Meistens habe ich sie einfach alle über Steam erworben, auch wenn ich mehrere andere Plattformen noch besitze. Aber ja, Steam ist halt meine Lieblingsplattform, um über diese ganze Spielesammlung zu verfügen und so eine bessere Übersicht zu haben. Außerdem kommen dort solche Indie-Perlen wie Looking for Aliens rein, was ihr bei anderen Plattformen nicht so gut oder eigentlich sogar überhaupt nicht teilweise bekommen könnt. Also, mal gleich noch Werbung für Steam gemacht, aber ich glaube, Steam hat das nicht nötig, von mir Werbung zu bekommen. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns übermorgen zu Looking for Aliens nochmal weiter. Und falls ihr keinen Bock habt, dann sehen wir uns vielleicht in ein paar Tagen, wenn wir irgendein anderes Indie-Spiel. Ich verrate noch nicht welches. Oder soll ich's? Ich weiß die Titel gerade nicht mehr. Wartet mal, zwei Spiele davon heißen Creepy Tale. Das ist ein Zweiteiler, Creepy Tale und Creepy Tale 2. Das andere ist irgendwas mit Anna. Also nicht Annas Quest, das haben wir schon durch. Falls ihr Bock habt, das auf dem Channel zu gucken, googelt mal hier durch. Das habe ich schon gespielt, außer ihr wollt es ganz alleine selber spielen. Und das andere ist auch irgendwas mit Play. Aber ich weiß es gerade nicht. Auch ein süßer, comichafter Indie-Titel. In welcher Reihenfolge ich das Ganze nacheinander spielen würde, weiß ich noch überhaupt nicht. Das kommt immer so ein bisschen auf meine Lust drauf an. Heute hatte ich nicht unbedingt Lust auf Horror, Grusel, komischen Kram. Und deswegen habe ich mir hier sowas Niedliches rausgesucht. Ansonsten hätte ich zum Beispiel Creepy Tale gespielt. Denn wie ihr am Titel schon hört, ist das ein bisschen was Gruseligeres. Gut. So, haben wir das geklärt. Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen, morgen, heute, wann auch immer ihr Bock habt, ein weiteres Let's Play zu gucken, wieder. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.